nichts von YouTube heute? Doch, wobei das auch fast eigentlich eher schon klassisches Fernsehen ist. Denn was die YouTube-Welt nun gar nicht braucht, ist ein Kanal von Vera in Wen. Aber es gibt ihn jetzt tatsächlich, ja. Ich meine, mir soll es sehr recht sein, denn so habe ich einen idealen Rausschmeißer für die heutige Sendung. Bitteschön. Na Vera, hast du wieder arme Leute, die sich nicht wehren können, ordentlich vor der RTL-Kamera vorgeführt? Hast du wieder asoziales Fernsehen gemacht und lachst dich darüber krank, dass es dumme Menschen gibt, die auf dich hereinfallen? Ja, ja. Es ist schon schlimm genug, dass diese erbärmliche Unperson immer noch Fernsehen machen darf. Aber nun belästigt sie uns auch noch auf YouTube. Die sogenannten Best Ager will sie erreichen, also die Leute, die zu alt sind, um im Leben noch was Gescheites zu lernen. Das muss ich euch doch mal zeigen. Ich bin heute in Berlin unterwegs und gehe auf eine tolle Party, treffe viele Promis. Aber dieser Blick, den müssen wir uns erstmal genießen, bevor es dann richtig verrückt wird. Andrea und ich gehen jetzt auf so eine richtig fette Promi-Party, oder? Ich glaube schon. Es wird richtig fett, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, wir gehören da nicht hin. Aber wir werden die Promis heute mal ein bisschen nerven und vielleicht machen die ein bisschen Blödsinn mit uns, oder? Ich hoffe doch. Ja, ja. Die ein paar Handys kennst sind, du ja. Ein paar kenne ich und ja, ich hoffe, wir lernen sie alle mal von der anderen Seite kennen. Wir haben gute Laune und wir werden sie zur Weißglut treiben. Ja, darin bist du in der Tat ein großes Talent, Vera. Das Absurde ist ja auf der einen Seite ihr pausenloses Getue, ein bedeutender Promi zu sein und ganz oben mitzuspielen und auf der anderen Seite eben sich in Scheiße zu suhlen und den absoluten Dreck in sich aufzunehmen. Wer mit Schmutz sein Geld macht, dem hängt dieser Schmutz auch in der Wäsche. Und zwar dauerhaft. Da waren ja viele interessante Frauen. Alle haben Kleider oder Röcke angehabt, nur Andrea und ich. Ja, wir waren die einzigen zwei. Wir haben Hosen angehabt. Mit Hosen. Die einzigen. Du eine kurze, ich eine lange. So ist das manchmal. So ist unser Rockstar-Leben hier mit den Schönen und den Promis. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und für alle Promis da draußen, uns beide kann man buchen. Wir kommen sehr, sehr gerne und mischen jede Party auf. Oh, das ist gut zu wissen. Wir brauchen noch einen Boxsack zum Aufhängen, an dem wir uns abreagieren können. Vera glaubt ja tatsächlich, eine Influencerin zu sein. Ja gut, ist sie ja auch in dem Sinne, dass sie schlechten Einfluss auf Deutschlands unterste Schublade hat. Aber sie versteht dabei nicht, dass sie auch Vorbild sein müsste, zumindest in einigen Dingen. Ernährung zum Beispiel wäre so etwas, aber naja, das wird sie in diesem Leben nicht mehr schaffen. Was sie bei einem peinlichen Ratespiel in der heimischen Küche auch eindrucksvoll unter Beweis stellt. Und essen, los geht's. Ich hab's gefunden. Das ist Artischocke? Nee, keine Artischocke, sondern so ein... Doch, oder? Das ist aber... Das heißt nicht Artischocke. Das, oder doch. Heißt das Artischocke? Doch, doch, es ist Artischocke. Du hast zuerst gesagt, ich konnte nicht klingeln. Ja, dann sage ich mal Artischocke. Artischocke ist richtig. Ach du Scheiße. Wie heißt denn dieses andere, was so in so einer, das verwechsel ich immer, was auch so in so einem, wie so ein Blumenkohl, wo du dir die einzelnen Dinger da rausnimmst und die dann so zutschulst. Das ist Artischocke. Ist das Artischocke? Ja. Mag ich gerne. Was haben wir denn, was hast du denn für einen Dreck gekauft? Ja, was lecker. Denn? Das ist der untere Teil der Artischocke. Außerdem habe ich so gedacht, Cornet Beef und Artischocke. Die Emma liebt's und es ist gesund für sie. Es bleibt doch alles übrig hier. Nee, hier die Artischocke ist schon weg. Willst du meine noch essen? 3-1. Nee, das gebe ich Emma. Ich hätte noch was. Richtig. Und ich bin außer mir. Wie kann man mir denn Tomatensaft geben? Das ist doch ekelig. Lecker. Das ist mein Spiel hier. Gib's Andrea. Hier, Andrea. Jetzt dürft ihr trinken. Ich weiß es auch. Aber mir fällt es nicht ein. Klingel. Ich sag's. Wenn die Klingel nicht funktioniert. Ich sag's. Und es wird wieder falsch sein. Möhrensaft. Möhrensaft, genau. Richtig. Das ist richtig, ja. Möhrensaft. 2-1. Ich habe schon wieder gedacht, da ist irgendwas mit Honig drin, aber dann habe ich das Zuckrige geschmeckt. Möchtet ihr das austrinken? Nein, doch. Barret Beef zu neutralisieren. Doch, so ein Möhrensaft? Bah. Jetzt gerade hatte ich da Gefallen dran. Hier, willst du meins auch noch haben?
nicht. Verdammt, es ist aber einfach, oder? Oder hat sich der Stefan Raab wirklich so blöd dann angestellt und wir sind also so gut? Also das finde ich richtig gut. Das mag ich. Schokokuss. Schokokuss. Okay, Artischocken, Möhrensaft und Tomatensaft hasst sie. Aber so einen richtig schönen, fetten, kalorienhaltigen Schokokuss, ja, da wird der Vera warm ums Herz. Bläh. Mein Gott, wie diese Frau auf keiner Ebene mal Vorbild sein kann. Sie ist in jeglicher Hinsicht eine Heimsuchung der Menschheit. Schatz, wie kann man denn sowas essen? Schatz, jetzt mal ganz ehrlich, wie kann das denn sein? Den ganzen, beim Dschungel müssen die auch so ein ganzes Ei und sowas essen. Wir sind nicht im Dschungel. 10 Sekunden. Nein, aber wir sind doch nicht im Dschungel. Du musst den ganzen essen. Das kann ich nicht, dann muss ich erbrechen. Ja, das möchte keiner sehen. Wie viel muss ich? Nee, das ist richtig. Das wäre dann tatsächlich zu viel des Guten. Reicht mir schon, wenn ich deine Exkrementformate bei RTL sehen muss. Schlucken. Boah, und wie man dann wahrscheinlich auch aus dem Mund riecht. Ach, sowas, oder? Also jetzt mal. Mein. Jetzt muss ich gleich mitbrechen, das sieht nicht schön aus. Boah. Also, ich habe ja schon viele harte Horrorfilme gesehen. Ich habe auch selbst schon in die Toilette gereiert. Aber das hier verursacht bei mir irreparable Schäden, befürchte ich. Bäh! Was für ein ekelhaftes Weibstück. Käse produzieren kann sie am laufenden Band, aber runter kriegt sie ihn nicht. Da siehst du mal, wie es anderen geht, wenn sie deine TV-Sendung gucken müssen, Vera. Oh Mann, der YouTube-Kanal von Vera in Wien, ich fürchte, der wird hier nicht zum letzten Mal Thema sein. Leute, ich sehe schon. Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.